Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich mit euch mal die Minimap-Einstellungen bei Valorant durchgehen. Dafür müssen wir logischerweise erst einmal in die Einstellungen kommen. Wir klicken also oben rechts in der Ecke auf dieses Zahnrad drauf. Dann öffnet sich dieses Menü. Hier gehen wir dann in die Einstellungen rein. Und dann sind wir direkt hier oben bei dem Punkt Allgemein. Hier scrollen wir dann erstmal ein bisschen runter. Und hier haben wir dann schon den Unterpunkt Karte. Hier haben wir dann schon die erste Einstellung, und zwar Rotieren. Wir haben also zur Auswahl, ob wir eine rotierende Minikarte haben wollen oder eben eine fixierte Minimap. Ich denke mal, dass das Ganze eigentlich relativ selbsterklärend sein sollte. Wenn ihr hier Rotieren auswählt, dann rotiert die Minimap praktisch mit euch mit. Wenn ihr hier die fixierte Minimap auswählt, dann ist die logischerweise fixiert. Ihr solltet hier aber auf jeden Fall Rotieren auswählen. Das wird auf jeden Fall empfohlen. Dann haben wir hier den Punkt Spieler zentriert halten. Das könnt ihr anstellen. Ihr könnt es aber auch ausstellen. Hat sowohl Vorteile als auch Nachteile, je nachdem wie ihr das wählt. Wenn ihr das Ganze nämlich aktiviert, dann seid ihr praktisch immer im Mittelpunkt der Minimap. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr genau wisst, wo ihr gerade auf der Map seid. Ihr müsst euch also praktisch nicht suchen, sondern ihr guckt einfach auf die Minimap drauf und genau im Mittelpunkt seid ihr dann. Wenn ihr das Ganze deaktiviert, dann habt ihr logischerweise den Nachteil, dass ihr dann nicht immer in der Mitte seid. Ihr müsst euch also eventuell erst ganz kurz orientieren, wo genau auf der Map ihr jetzt seid. Allerdings hat das dann eben den Vorteil, dass ihr eben weniger Rand praktisch von der Karte seht und auch das, was gar nicht mehr dazugehört, was also praktisch schon im Aus ist, sage ich mal, und eben wirklich mehr von der eigentlichen Map. Dann kommen wir als nächstes hier zu der Größe der Minikarte. Da solltet ihr was auswählen, was für euch ganz gut passt. Ich habe jetzt hier 1,1. Das ist soweit eigentlich auch ganz gut. So kann man auf jeden Fall spielen. Vielleicht kann man hier auch sowas wie 1,2 wählen. Aber das muss im Endeffekt natürlich jeder von euch selber wissen. Probiert hier vielleicht auch einfach ein bisschen rum, falls euch hier eben nicht so ganz sicher sein solltet. Ja, dann der Zoom der Minikarte. Da habe ich jetzt 0,9. Ich denke auch, das ist relativ selbsterklärend. Je höher ihr hier reinzoomt, desto weniger seht ihr natürlich von dem, was um euch rum ist, sondern eben tatsächlich nur mehr von dem, wo ihr gerade seid. Also lohnt sich vielleicht hier eine etwas niedrigere Einstellung. Vielleicht ist 0,7 so ganz gut, aber auch das muss natürlich wieder jeder von euch vielleicht erstmal selber herausfinden, was für ihn da tatsächlich die besten Einstellungen sind. Dann haben wir hier noch den Sichtkegel der Minikarte, da können wir auswählen, ob wir das Ganze aktivieren oder deaktivieren wollen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so ganz, was diese Einstellung macht. Ich habe das hier jetzt auf An eingestellt und bevor ich euch hier irgendwas erzähle, was im Endeffekt gar nicht stimmt, bin ich lieber so ehrlich und sage euch, dass ich nicht so wirklich weiß, was man mit dieser Einstellung hier macht. Zu guter Letzt haben wir dann noch den Punkt Bereichsnamen auf Karte anzeigen. Wenn ihr das eben aktiviert, dann seht ihr immer auf der Karte die einzelnen Namen. Mit anderen Worten also einfach nur, wie diese Bereiche von eurer Map gerade heißen. Ihr könnt auswählen zwischen immer, nie und nur in der Kaufphase. Ich habe das Ganze jetzt hier aktiviert. Ihr könnt es aber auch deaktivieren. Logischerweise seht ihr dann eben noch mehr von der Map. Vielleicht, wenn ihr aber gerade neu in dem Spiel seid und ihr euch irgendwie mit einem Mate unterhalten wollt, wo gerade Gegner sind oder sonst irgendwas, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man das hier aktiviert. Das waren dann also die Einstellungen zu der Karte bzw. zu der Minimap, die wir bei Valorant haben. Falls ich euch mit diesem Video hier etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich natürlich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!